Es sind markige Worte von Luigi Di Maio. Nach dem Brückeneinsturz in Genua mit mindestens 38 Toten droht Italiens Vizeministerpräsident, die privaten Autobahnen zu verstaatlichen. Die Betreiber der Autobahnen hätten mehr in die Sicherheit investieren sollen, als sich über Gewinne Gedanken zu machen, sagte Di Maio. Die Schuldigen hat er also schon ausgemacht. Das nützt nur denjenigen nichts, die in Sekunden ihre Häuser verloren haben. Noch immer schauen die Menschen in Genua fassungslos auf die gewaltige Lücke in ihrer Stadt. Die Bewohner an der Brücke sind verzweifelt, denn sie mussten ihre Häuser verlassen, womöglich für immer. Die noch stehenden Brückenteile drohen einzustürzen. Ich habe es geschafft, noch ein paar Sachen einzupacken. Ich lebe gar nicht direkt unter der Brücke, sondern 6 Häuser weiter weg. Aber sie haben uns trotzdem evakuiert. Ich hoffe, ich kann bald wieder zurück. Ich möchte nur weinen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Sie alle kümmern sich nur um die Autobahn, nicht aber um uns. Und wir sind 600 Menschen, die von der Evakuierung betroffen sind. Durch den Zusammenbruch der wichtigsten Verbindungsstraße ist Genua zur geteilten Stadt geworden. Eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht. Wir haben die betroffenen Bewohner, die ihr Zuhause wegen des Unglücks verloren haben, so weit informiert, dass wir ihnen ein neues Zuhause geben können. Bereits gestern hatte die Regierung den Notstand für die Hafenstadt verhängt und 5 Millionen Euro Nothilfe bereitgestellt. Vieles deutet darauf hin, dass die Brücke abgerissen und eine neue errichtet werden soll. Die Rettungskräfte arbeiten derweil ohne Pause weiter. Sie suchen zwischen den Klötzen aus Beton nach Verschütteten und wollen die Hoffnung nicht aufgeben, noch Überlebende zu finden. Am Samstag sollen die Toten beerdigt werden. Für den Tag will Italien Staatstrauer anordnen.